Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von World of Tanks. Heute machen wir eine kleine Farmfolge mit dem Tornwagen. Liegt nur ein bisschen daran, weil ich jetzt letztens ja den Skin bekommen hatte aus dem Event Mirni. Und ja, ich würde sagen, wir gehen rechts in die Berge rein. Guck mal, sogar ein Obsidian. Der natürlich auf K ist, na klar. Natürlich. Wäre ja auch komisch, wenn er nicht AFK wäre. Irgendeiner muss es immer sein. Wo ist denn der jetzt hin? Ach da, hab nicht gesehen. Oh, Berg. Da habe ich die Kurve nicht gekriegt. So, mein lieber Chieftain. Ich hänge mich jetzt nicht dran. Du zeigst den Weg, ich folge dir. Okay, da folge ich dir nicht hin. Wir bleiben hier stehen. Wir haben so ein schönes Türmchen, da lohnt sich das auf jeden Fall. Hallo? Ja, mein Freund. Ich weiß, dass es ein netter Versuch ist, aber ich bin das Risiko eingegangen, dass du nicht durchkommen kannst. Sonst wäre ich eh One-Shot gewesen. Aber das war ein gutes Risiko. Er kommt nämlich nicht durch. Da ist das viel zu steil für ihn. Wäre natürlich jetzt auch geil gewesen, wenn wir einfach geone-shottet werden. Stell dir vor, wir gucken uns um die Ecke. Butz. Alles klar. Das gefällt mir aber auch irgendwie gar nicht, dass hier so viele Zähne gerade sind. Okay. Ich bin gespottet. Die Gegner verspotten mich. Ne, wegen Spotten. Hallo, mein lieber Burask. Ja, warte, du siehst mich? Wie machst du denn das? Du bist doch hinterm Stein. Okay, interessant. Oder ist da noch ein Scout außen? Nee, oder? Ist ja interessant. Okay. Naja. Wir sind dann trotzdem hier in der Hauptfront, weil vielleicht können wir da noch irgendwie ein Hit setzen, jetzt wo der Neuner da ist. Ich bin ganz eventuell treffe ich ja sogar den Zehner. Das ist nicht so gut irgendwie, ne? Da komme ich so gut durch. Hi. Ein Versuch was wert. Jetzt will ich mal ganz kurz überlegen, wie viel war das ja nochmal für ein Unterschied? Ja, geht eigentlich, ne? Wir müssten trotzdem mit Neunern ganz gut durchkommen können. Wenn ich jetzt einen Stellwechsel drin habe, machen wir doch ganz kurz. Ne, wir haben keinen Stellwechsel drin. Dann warten wir ganz kurz mit dem nächsten Schuss und dann schießen wir mit dem zweiten. War knapp. Jetzt nutzt der HE und selbst die HE-Munition macht 400 Schaden. Das ist schon bitter. Ja, gut, was soll ich machen? Ich kann halt nur jetzt hier rüber gucken oder halt warten. Warten ist mir persönlich definitiv zu doof hier. Aber jetzt gerade pushen über rechts doch ein bisschen übel, aber ich kann dann nicht gucken, hier ist schon besser für mich. Ah, guter Hit. Nice. Hat zwar 4 Schüsse gedauert, aber der hat dann gehittet. Sehr gut, sehr gut. Ich wäre gut, gegen die AE-Munition kann ich halt eh nichts tun, ne? Da müsste ich halt dann entweder richtig schräg sein, aber wie man jetzt hier oben sieht, da kommen die halt trotzdem ganz gut durch, also, naja. Ha! Rausgebaitet. Sehr gut. Okay, er verpisst sich komplett. Das kann er natürlich gerne tun, da habe ich jetzt nichts gegen, so. Der TNH, der ist down. Ich meine, wir müssen nur lang genug aushalten. Dann sind unsere Teammates hinten rum erfolgreich. Also, passt schon. Macht, was er wollt, da hinten. Ah, guck mal, der FV ist weggefahren. Das ist natürlich bitter für die. Schade. Ich hätte über den BZ anschießen sollen.
Speed Dab. Schade, daneben. Ja, irgendein von diesen Tims muss ich halt treffen, ne? Treffer verstörte Optik, ist wohl zu sehen. Treffer. Dann lass sie mal ruhig treffen. Ist mir egal. Ein Burask, der da hinten steht, kriegt gleich aufs Maul. Oder der Skorpion. Einen von beiden werden wir jetzt auf jeden Fall einen Schuss verpassen. Oder vielleicht doch dem Udes? So, kurz Munition wechseln, weil die brauchen wir so nicht. Die teure jetzt hier. Das sind schwache Ziele. Oder zumindest mal gleichwertige Ziele und nicht 9 oder 10, ne? Ich hab schon gedrückt gehabt. Das war ärgerlich. Ach, Mist. Weißt du, hast du schon gedrückt und dann ist er gestorben und dann ist er schon... Ah, dann hast du geschossen. Ja. Passiert. Ich meine, so extrem hilfreich waren wir jetzt nicht, aber wir konnten wenigstens die Front halten, also... Ach, Mann, ich wusste, dass er vorfährt, wollte noch kurz reinschießen, bevor er weg ist. Da war der Zielkreis zu groß. Ja, ich finde, war trotzdem eine gute Runde. Die haben die auf jeden Fall vom Pushen abgehalten. Sehr erfolgreich. Nein! Zu spät. Cool. Ey, und wir haben mehr Schaden geblockt, als wir Leben haben. Allein schon durch den ersten Schuss. Ja. Verlasse Gefecht. Na, guck mal, wertetechnisch ist sogar echt nice. Läuft. Zwar schadenstechnisch ganz schlecht, aber das ist mir egal. Nice, war eine sehr erfolgreiche Runde. So, und Gefecht Nummer 2. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber wenn ich diese Musik von dieser Mission hier... Ach, Mission sag ich schon, von dieser Runde hier dieser Karte, mein Gott, höre, habe ich irgendwie mal Lust, nach Alkarit in RuneScape zu gehen. Hä? Ja, die Karte ist gut für uns, dann können wir mich hier immer schön rüberpieken mit dem Türmchen. Es geht schon wieder nach oben. Zwar nur ein paar Neuner, aber es geht schon wieder nach oben. Okay, ich sehe ganz schön viele Medium-Panzer, ne? Hey, wie ist denn diesmal echt rar? 3 Stück gibt's nur. Schon wieder ein Obsidian-Panzer. CC1 MK2. Klingt wie so ein Roboter irgendwie. Nein, ich war zu langsam. Ballisto, natürlich leide ich. Was, Panzerung nicht durchdrungen? Frechheit. Dann halt eben beim nächsten Mal. Was daneben? Eine Frechheit. Naja, dann eben beim nächsten Mal. Ha, jetzt geschafft. Jetzt kommt so ein Kack-Even von der Seite an. Ja, das war ja so klar. Ich dachte, ich bin schon tief genug. Ach, guck mal an. Welche Überraschung. Ein Scout, der außen steht und unsere Seite interessiert es mal wieder nicht. Joach. Weißt du, was das Beste bei sowas ist? Wäre ich ein gegnerischer Scout oder so, ne? Und ich würde mich da hinstellen. Würden mindestens da 2 Jagdpanzer und hier noch 2 Heavys auf mich schießen. Geil, ich hab meinen Ton noch nicht gedreht gehabt. Och nö, das läuft gerade nicht so gut hier. Super scheiße. Fahr euch zurück, du kleiner Sau, du.
Ja, das ist halt so klar, dass er von der Seite schießt. Aber er bewegt sich auch null wieder, weißt du? Ich meine, er steht da einfach nur wartet. Du spottest ja nicht mehr was. Was machst du eigentlich? Also ich will jetzt die Schuld nicht abwälzen, so, ne? Ich meine, das macht der Gegner ja gut, ne? Aber ich frage mich halt trotzdem so manchmal, so, wofür ist er da? Weil entweder spottet er deckt ab, er hilft irgendwie beim Schießen, aber er macht da wirklich nichts. Dann fahr doch wenigstens vor, bis du irgendwas sehen kannst oder so. Irgendwie. Irgendwas wird schon passieren. Ich meine, wir werden jetzt eh sterben, weil ich jetzt zu aggressiv jetzt gerade hier. Aber, weiß nicht. Oh. Hey, da kippt ein Heavy bei denen. Und bei uns kippt auch ein Heavy hinten. Ich verstehe das nicht. Komische Runde. Weißt du, die Medium-Panzer, die chillen hier in der Mitte. Light-Panzer kämpft da oben. Aber die Heavys, die gammeln hinten auf beiden Seiten ab. Hä? Ist das ein weirdes Geschehen hier? Ich trinke jetzt erstmal was. Sollen sie machen, was sie wollen? Mal eben hier hoch oder so. Geht irgendwo außen rum oder so. Ich habe keine Ahnung, ne? Ich fahr mal ganz kurz zurück. Hm. Ich bin nicht so begeistert von dem, wie ich hier stehe, weil so schräg ist halt auch mit dem Panzer nicht so smart irgendwie. Ich müsste halt einfach mit dem Turm spielen, aber das ist halt auch von der Position her schwierig. Das ist schlecht. Jetzt ist eh noch der Even dann links, ne? Nee, bitte schieß mich nicht in die Seite. Oh, shit! Ich dachte nicht, dass er das Dach vorfährt. Er fährt doch natürlich vor. Naja, komm drauf geschissen. Weg mit dem Dreckspanzer. Ach, Mann, oh Mann. Ich dachte, wir kommen. Ich habe jetzt einen neuen Skin für den. Pack sie dann mal ganz kurz aus. Irgendwie habe ich da doch keinen Bock drauf gehabt. Naja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.